So, hallo, liebe Freunde und Zuschauer, willkommen zu einem neuen Projekt mit M2G, der schon direkt vor mir steht mit seinen super geilen, coolen Klamotten. Und zwar, jetzt sag erstmal hallo. Hi. So, und zwar spielen wir das neue Early Access Spiel Landmark auf Steam. Ist das jetzt rausgekommen am 13. Und das basiert auf die neue EverQuest, auf der neuen EverQuest Engine, die EverQuest Next Landmark heißt das neue Spiel oder heißt so auch die Engine, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier ein Sandbox-Spiel, vergleichbar mit Minecraft, nur mit MMO-Inhalten. Ne? Sieht man hier Chatfenster, Inventarleiste unten. Und man kann die Umgebung halt komplett verändern. Deswegen auch diese geile Engine. Und der Look ist so ein bisschen, warte, ich drehe mich mal ein bisschen so Comic. Übrigens, Mausrad kann man keinen Zoom benutzen, sehe ich gerade. Ja, ist so ein bisschen Comic-Look. Warum sehe ich so komisch aus eigentlich? Ich habe voll das komische Gesicht genommen. Ich habe voll die Spitznase. Egal. Nämlich Spitznase ab heute. So. Ich bin Baron Spitznase und das ist M2G, kennt ihr ja. Und jetzt laufen wir mal nach Nordwesten, weil da ist noch ein freier Bauplatz. In diesem Spiel ist das nämlich so, in diesem Sandbox-Spiel, dass man da bauen muss, wo keine roten Flecken auf der Karte sind. Und das sind eigentlich überall schon sehr viele Flecken. Ganz kurz, Markus. Guck mal. Wir sind jetzt auf so einem Tier-3-Ding hier. Es gibt hier Tier 1, Tier 2, Tier 3, also ne, so wie bei WoW oder Starbound, so Level. Problem ist, Tier 1 ist überfüllt überall. Und Tier 3 haben wir jetzt ausgewählt und hier sind halt voll die Imberhäuser schon. Also das haben alles Leute gebaut. Und die da hinten sind anscheinend Franzosen. So, gehen wir jetzt nach Nordwesten oder was? Du musst Push to Talk benutzen, das weißt du, ne? Mit unserer Founders Pickaxe können wir das gar nicht abbauen, ja, weiß ich. Ja, dann ist Tier 3 doch kacke. Dann ist das Material, was man hier findet, Tier 3. Weil wir haben noch keine Ahnung, ob es hier Monster gibt, die einen angreifen. Weil im Moment ist das, glaube ich, nur Sandbox zum Bauen. Hui. Und ihr seht auch links oben, ich habe nur 26 bis 28 Frames jetzt mit Fraps. Ohne Fraps sind es 35, also die Performance ist schon krass in dem Also man braucht schon ein bisschen. Auf Ultra spiele ich jetzt, braucht man schon eine gute Engine, ey. Gute Maschine. Man braucht schon einen PC. Einen guten PC. Aber es ist kein Wunder bei den ganzen Physics-Dingern hier und so. Ja. Was machen wir jetzt? So. Wenn wir kein. Zeig denen mal ganz kurz das coole Haus da unten. Wer schreibt mich denn jetzt in Steam schon wieder an? Das kotzt mich an. Ah. Muss nicht. Ja, wie gesagt, das Haus hier unten hat ein Benutzer gebaut und ihr seht auch, wenn man hier jetzt den Berg runterläuft, dann fängt man an so rutschen und so, ne? So ein bisschen wie bei GTA 5. Dass man. Ich hab keine Ahnung, ob man auf die Schnauze fallen kann. Ist mir noch nie passiert, aber. Ja, und wie gesagt, das hat ein Benutzer gebaut. Ist richtig cool. Ist auch kein Vergleich zu Minecraft oder Space Engineers, also keine Blöcke, sondern, also schon kannst du da Blöcke setzen, aber das sind kleine und die kannst du auch dir formen, wie du möchtest. Da müssen wir aber selber noch reingucken, wie das genau funktioniert. Ja. Genau. Genau, du bist offline. Hilfe? Genau deshalb solltest du mal ganz kurz das Haus zeigen. Oh mein Gott, er ist tot. Nee, es hat anscheinend, also grafikmäßig ist das Spiel oft mal am Abschmieren. Ja, vor allem die Performance ist halt krass, weil es extrem am Einbrechen ist mit den Frames. Hat eben 50 Frames, jetzt habe ich nur 36 Frames und ich habe eigentlich an den Videoeinstellungen nichts verändert. Ich mache jetzt mal die Schattenqualität von higher auf high, weil Schatten zieht immer sehr viel. Ja, also wir müssen auf jeden Fall das Gebiet wechseln. Ja. Doch. Und das Spiel, ja, und das Spiel unterstützt Nvidia Physics Partikel. Das ist cool, weil Physics Partikel sind geil. Also unser Werkzeug ist doppelt so gut wie dieses Steinwerkzeug. Ja, deins ist sowieso alles besser. Du hast ja diese 90-Euro-Version geholt. Oh, guck mal, wie ich rutsch! Ja, aber du hast auch die Founders Pickaxe, die habe ich auch. Ah. Yeah! Komplett den Berg runter und. Und. Hey, tschüss. Okay. Find ich nicht lustig. Und Rückwärtssalto. Wollen wir es mit Tier 2 versuchen oder? Ja. Tier 2 solle gehen. Wenn unseres doppelt so gut ist, ist es ja einmal so gut wie das normale. Also Tier 2. Wie wär's mit Point? Ist so circa in der Mitte. Point. Ja. Aber dafür, dass über Low hinten dran steht, ist es ganz schön voll, ne? Also von wegen Low und so, ja. Das ist wahrscheinlich nur die Spielerzahl und das ist ja schon eine Zeit lang draußen, das... Ja, ist halt nur auf Steam jetzt rausgekommen.
Ich habe davon schon vor einigen Monaten ein Video gesehen. Ich habe vor über einem Jahr da schon was gesehen, aber das war nicht Landmark, sondern die Engine haben sie da vorgestellt. Diese Engine, wo wir jetzt gerade spielen, weil das neue EverQuest, Next heißt das ja, das basiert ja auf der Engine. Das habe ich gesehen. Guck mal, schön. Die Karte ist schön frei. Aber viel Wüste. Aber oben links hätten wir noch einen grünen Streifen. Da können wir mal hingehen. Oder erstmal testen, ob wir hier was abbauen können. Guck mal, vor dir die weiße Fläche da. Okay. Gras müsste immer gehen, aber halt hier so Mineralien. Mhm. Bam, bam, bam. Ja, es geht. Guck, wie die kleinen leuchtenden Kristalle sprudeln aus der Erde. Hier sind sie weg. Da vorne ist noch mehr. Gut. Komm, wir warte. Nee, wir probieren noch was anderes hier. Was Lidern ist. Ja. Ja, das siehst du ja auch, wenn der Kreis rot ist. So wie bei dem Stein, der eben nicht abbaubar war. Warte mal. Guck mal. Hey, Kreis, the Iron Pickaxe or better. Also unsere ist schlechter als ein Iron Pickaxe. Aber das hier geht. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir hier gerade alles abbauen. Ja, vor allem, dass wir Iron machen können. Mit dem, was wir abbauen können. Da vorne ist Gold! Oder sowas. Schnell, komm, rutsche! Rutsche mir nach! Flashman. Wo ist das Gold? Das war eben viel größer. Das ist Schiss. Ist das Gold? Nee, das ist Kupfer. Ist doch niemals Gold. Doch, Iron Pick. Also Tier 2 ist Iron Pick anscheinend. Guck, wie das aussieht, wenn man das außenrum so abbauen kann. Und dann ist das der Klumpen da noch drin. Lustig. Oh, da ist eine Muschel. Eine Muschel, komm zu mir. Habe ich die Muschel abgebaut? Die Muschel ist weg. Wie gesagt, es gibt auch ein Inventar. Ich habe hier eine Flagge. So eine Settler-Flag. Die kann ich irgendwo hinsetzen. Kann mich voll freuen. Und eine Axt habe ich, eine Steinaxt. Und ein Portalkristall. Und dieses Add-Tool ist halt dazu da, um Sachen hinzubauen. Der Markus hat viel mehr, weil der hat ja diese Killer-Version geholt. Und ihr könnt mit dem Mausrad könnt ihr die Blöcke. Franzose. 30 cm. Ne, auf jeden Fall könnt ihr die Blockgröße ändern mit dem Mausrad, aber da braucht ihr halt auch mehr Material, ne? Zum Beispiel hier habe ich jetzt eine geile Dirt-Rante, eine Dirt-Rampe gebaut, voll geil. Und da oben drauf mache ich wieder sowas. So, warte. Und sowas. Guck mal, Markus, moderne Kunst. Ich zeige den Leuten, was ich kann. Ey, was weiß, was krass ist an der Engine? Die geht ja schon ein bisschen gut in den PC rein. Da ist noch kein Anti-Aliasing anscheinend an. Oh, guck mal, wie cool ich das gebaut habe. Ey, aber wie kann man das jetzt denn rund bauen? Weil es ist ja kein Minecraft mit Blöcken. Wie kann man da, gibt's irgendwie einen Knopf oder so? Rundungen bauen? Ich stehe auf Kurven. Markus benutzt wieder keinen Push-to-Talk. Aber ich weiß, er redet mit mir. Nee, ich teste es gerade. Ah. Er testet das gerade. Wunderbar. Guck mal. Ich habe mich verewigt in der Wüste von... Keine Ahnung was. Land. Wie hieß der Kanal? Ja, das ist das Spiel hier. Mal kurz zur Info. Ist in Servern unterteilt. EU und so weiter. Und auf diesen Servern gibt es Inseln. So wie hier. Ne? Das ist jetzt eine Insel. Und diese Inseln sind eigentlich so wie verschiedene Kanäle in MMOs oder so. Da kann man ja, muss man ja im selben Kanal sein, um sich sehen zu können zum Beispiel. In Ion ist das so. Oder in anderen Spielen halt. Das sind hier Inseln. Was probierst du aus? Ob du Iron findest oder was? Ja, wo man das herkriegt. Aber ich denke schon mal aus der Erde, oder? Oder vielleicht muss man es auch herstellen. Ja, aber aus was denn? Aus Eisen, aus Kupfer und... Ja, hast du schon Kupfer gefunden? Ich habe nämlich nur Edelsteine, Sand. Ich habe Kupfer, ja. Kupferohre. 135 von 300. Unser erstes Ziel ist ja, ein Holz abzubauen und 300 Kupfer. Das ist die erste Mission sozusagen. Tier 1 Raw Metal steht doch sogar unten drunter. Und Tier 2 wird dann wahrscheinlich Iron sein und sowas als Mission. Vielleicht kriegen wir das ja, wenn wir die Mission machen als nächstes. Als nächste Mission, weißt du? Warte, ich muss mal Fenster zumachen. Aua. So. Weil in Köln offenes Fenster und Let's Play ist sehr inkompatibel. So, die ganzen Fenster ploppen bei mir immer hier so komisch auf. Warte mal, ich muss mal ein bisschen sortieren. So, Chatfenster. Muss man kleiner machen. Das Krasse ist, jetzt ist dieses geile Spiel auf Steam rausgekommen und Wolfenstein kommt auch raus. Ich bin so überladen mit Projekten. Sleeping Dogs and Thief läuft ja auch noch. Ich glaube, das ist nur Stein, was du abbaust. Oder Dirt. Dirt. Die Dörte.
Ja. Wie gesagt, wir können auch den Server wechseln, ne? Weil dieser Understanding oder wie der heißt, dieser Server, der steht ja ganz oben, da gehen halt alle drauf. You know? Und es gibt noch einen EU-Server. Der ist vielleicht ein bisschen leerer. Wer weiß. Oder alle denken so wie ich. Dann ist er voll. Ja, hat jemand ein Fundament gebaut? Mein Gott. Schaut euch das an. Ro. Was? Wie heißt der Typ, der das gemacht hat? Welcome. Feedback. Ah, da kann ich Feedback geben. Ah, ich kann dem sein Fundament angucken, kann einen Daumen nach oben geben, wie bei Facebook. Cool ist das denn. Links oben steht CPU. Ich glaube, wenn das türkis ist, wird die CPU kaum benutzt. Okay. Der Markus hackt still und leise vor sich hin. Da unten ist wieder ein Haus. Es gibt Sachen, die man nicht abbauen kann, wie zum Beispiel den Stein hier. Ich habe keine Ahnung, warum. Die sind anscheinend denkmalgeschützt oder so. Das Coole ist, beim Abbauen kann man auch die linke Maustaste einfach gedrückt halten. Da hat man kein nerviges Geklicke im Let's Play. Haha. Gut, ne? Wir verunstalten voll die Welt hier. Da baut einer neben sein Fundament. Wir machen hier voll das Chaos. Der wird sich freuen. PvP soll auch irgendwann kommen, übrigens. Ich finde diese Sprunganimation so geil. Yeah. Uah, Salto. Uah. Es gibt keinen Fallschaden. Der ist auch noch aus. Hey, hier ist Iron. Oder? Das ist doch Iron, was ich gerade einsammle. Blut. Dirt. Was? Burled Wood? Burled Wood? Das ist kein Burled Wood, was ich eben eingesammelt habe. Hardwood. Du hast Hardwood eingesammelt? Oh mein Gott. Warte, ich komme. Ich will auch Hardwood. Oh, guck mal, was für dicke Bäume, ey. Da kriegen wir viel Hardwood. Mit meiner tollen Steinaxt. Komm. Zack. Boah, wie. Hey, warum machst du das mit der Pickaxe? Wir haben doch extra eine Axt. Ach, das zählt als beides, hast du ja gesagt. Du darfst übrigens auch wieder reden im Let's Play. Ja, Umstellung auf Ich weiß, Push Talk ist nichts für dich, aber die Leute wissen das ja Überhaupt nicht. mittlerweile. Überhaupt nicht. Wo gehen wir eigentlich hin? Wir entfernen uns immer weiter von diesem Portal-Ding, ne? Irgendwann finden wir. Ja, weil oben links die grüne Fläche frei ist. Also jetzt ab Wir bauen Iron. wo wir jetzt stehen, kann man schon theoretisch gleich Land beanspruchen. Warte mal. Nee, Deshalb wollte ich halt gucken, wie es hier wir brauchen aussieht. eine Iron Pick. Boah. Was? Ah, Mist, dahinter dran ist aber wieder geclaimed. Wir können auch einfach Warte, ich dann an komme. unserem Ge Wir können einfach neben unserem Gebiet dann einfach auch eine wie so ein Minenschacht nach unten einfach bauen und so. Ich bin Minecraft-technisch schon geschädigt und bin Minenmensch. Hier kann man schon das Gebiet zum Beispiel für sich beanspruchen. Ja, Was ist hier, das? das kann man abbauen, übrigens, das blaue Zeug, was hier liegen gelassen hat. Ja. Was auch immer das ist. Ich wollte halt nicht alles mitnehmen hier. Das ist Iron! Hallo! Ja, nimm's mit, ich habe hier auch Also können wir Iron abbauen. Iron. Elemental Iron kriege ich manchmal aus. Ja, das ist so eine Top-Chance von was Besserem. Ey, wie krass die Effekte einfach nur sind, schon allein von den Steinen, die da rauskommen, voll krass. Denn wieder manche sagen, das ist viel zu bunt, das ist ja wie WoW. Ich find's voll geil. Wäre cool, wenn WoW so wäre, von der Grafik. Komm her, Iron, komm zu mir. Ich habe noch zwei Beta-Keys, die Ja, die kriegst du in deinen Pack da. Vielleicht will ja noch jemand ich mitspielen von den unbedingt brauche. Zuschauern. Zack, zack. Müssen mich nur lieb fragen. Aber ich glaube, du kannst dich eh langsam schon für die offene Beta anmelden, also brauchst du mich gar nicht mehr. Das Geile ist, ich habe überlegt, ob ich meinen normalen Account für 20 € upgraden soll, ne, auf der Seite. Da bin ich auf Upgrade gegangen und da kriege ich gar keinen Rabatt. Da soll ich den vollen Preis bezahlen für den anderen Paket, obwohl ich das andere schon habe. Das ist wieder so typisch Sony, ne, ein bisschen, muss ich sagen. Ja, vielleicht einfach noch nicht mitgedacht. So. Denken ist halt ein bisschen schwerer. Ey, dieses blaue Zeug geht immer weiter nach unten. Wie lange soll ich denn hier noch graben, ey?
Ist doch bekloppt. Ja, eben, deshalb lass das doch neben unserer vielleicht zukünftigen Base machen. Ich komme. Ich komme! Yippie. So, mach ich hier noch einen Baum. Die schönen Bäume. Wachsen die nach? Ja, alles. Cool. So, und für Leute, die halt überhaupt nicht wissen, auch noch was das ist, die Entwickler haben das hier so gemacht, dass sie dann irgendwann dann rumgehen und sich halt von den Spielern die Ideen nehmen und dann später in ihr MMO einbauen. Und wenn ihr halt mitgebaut habt, kann es halt sein, dass ihr später ein MMO spielt, wo eine Burg von euch steht oder sowas. Ja, voll cool. Oder wenn es auch nur ein Lampendesign ist oder was auch immer, aber ihr seid mit dabei. So, und jetzt ein bisschen rechts halten. Ganz ehrlich, wenn das nächste EverQuest, was jetzt bald rauskommt, EverQuest Next, wenn das die Engine hat und die dann noch ausgereift ist mit der Performance, so ey, da werde ich auf jeden Fall das MMO wechseln, ohne Scheiß. Weil EverQuest habe ich ja vor WoW gespielt, ne? Damals, 2004. Guck mal, siehst du hier schon irgendwas, was du für dich sagen könntest? Hä, da links ist ja schon was, aber da ist nichts geclaimed. Vielleicht hat er jemand gebaut und es wurde wieder freigemacht. Was soll denn das sein? Wollte er den Turm von Mordor bauen oder was? Ja, Isengard. Sieht aber doof aus. Ja, sag ich ja. Fehlt, das sind so zwei Stäbe und in der Mitte ist dann das Auge. Boah, das ist ein Riesenbaum hier. Nein, was tust du nur? Warte, ich mach mit. Wie geil die Splitter auf den Boden fallen, ne? Von dem Holz. Ja, und auch liegen bleiben. Ja, das ist Echtzeit berechnet, ne? Die rollen hier einen Berg runter. Also wie gesagt, Leute, ne? Die Frames sind halt so krass unten, weil alles wirklich in Echtzeit berechnet ist, die Physik-Engine hier. Das ist halt das Geile an dieser Engine. Und das als guck mal, da ist Gold. Sandbox-Aufbau. Siehst du es am Berg? Ja, ich sehe es. Können wir ja noch nicht, aber dafür haben wir jetzt Eisen gesammelt, dann können wir uns eine Eisenspitzhacke machen. Ja, wir brauchen aber auch für die Mission mal dieses Copper, ne? Irgendwo mal. Damit wir die Mission da wegkriegen. Kopper und Holz. Tin. Zinn. Tin. Tin. Kann man hier den Berg hochlaufen? Ich kann mal wissen, ob es so eine schrägen Sperre gibt. Oh, ich schaffe es! Ja! Oh mein Gott! Ich erklimme den Berg! Wir laufen gerade 90 Grad nach oben. Ja, ich habe die super Hackenstiefel vorne mit Spitzen. Kann ich mich rein... Guck mal, guck mal! Ja! Nein! Komm! Tu es! Tu es! Tu es! Ninja-Sprung! Oh. Ich bin oben. Boah! Was ist das für eine Aussicht? Wie krass ist das denn? Boah! Komm mal hier hoch! Jump mal hier mit Ninja-Sprung hier und guck mal den Berg da drüben an, wie viel Erz da drin klebt. Da oben was zu bauen wäre schon geil, ne? Da oben bei den Bäumen. Guck mal oben. An dieser Spitze, wo der Berg oben aufhört, da wo die Bäume sind, da oben drauf was bauen. Das Gebiet hier, also das da drüben, das ist schon eingenommen, hab grad mal geguckt. Aber das hier, wo wir gerade sind, ist uneingenommen, das heißt, hier könnte man theoretisch bauen. So, und jetzt, sorry, ich muss gucken, was das ist. Noch was? Wenn du die Hacke draußen hast, kannst du mit der linken Maustaste die Kamera nicht mehr bewegen. Um dich so umzuschauen, geht nur, wenn die Hacke weg ist. Ich hab grad Angst, dass mein Spiel gerade wieder abkackt. Ja. Ich werde aber wahrscheinlich in der nächsten Session mir nochmal einen neuen Charakter erstellen, weil das war jetzt dann nur so schnell, ums Spiel anzugucken. Ich kann ja dann trotzdem hier weiter mitbauen und der heißt ja dann auch wieder so. Ich habe mir das auch gemacht, um den Namen zu sichern, ne? Sonst ist der weg. Mein Name. Also bei mir ist gerade wieder abgeschmiert. Ich müsste echt mal den nächsten Tagen gucken, ob da was in Foren steht, wie man das... Vielleicht ist das nur wieder so ein Problem, was mit 64-Bit-System ist. Kann sein, ja. Ja, bis jetzt habe ich, wie gesagt, einen Absturz gehabt beim Start. Da hatte ich einen schwarzen Bildschirm und dann... Soll ich dann die Session erstmal beenden, damit die Leute jetzt erstmal so einen Ersteindruck haben und dann fangen wir dann morgen richtig an aufzunehmen? Und dann würden wir direkt mal uns ein Land für uns beanspruchen, also ein Stück Land. Oder du für dich und ich baue dann halt mit und dann hole ich mal eins in der Nähe. Ja, weil hier ist ja Platz. Problem ist halt, hier ist so viel Wüste. Ne? Schon ein bisschen... Ja, dann gucken wir uns, ja, können uns ja trotzdem nochmal den anderen Satisfaction heißt der andere, können wir uns ja mal angucken. Oder wie gesagt, der andere Server, ne? Der andere EU-Server. Ja, das ist der andere Server. Achso. Satisfaction heißt der. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil die ganze Zeit Nacht ist. Ich wollte den Leuten mal ein bisschen Tag zeigen noch hier.
Sieht cool aus bei Tag. Die Effekte, Lichteffekte, Sonne und so. Ist ja Tag-Nachtwechsel auch, ne? Logischerweise dann. Jetzt interessiert es mich mal, wo ich genau spawne. Ob ich jetzt wieder vor diesem Portal spawne. Was ich sehr ärgerlich fände, weil ich keine Lust habe, bei jedem Absturz die Strecke neu zu laufen, um dann wieder abzustürzen. Okay. Oh, der Ladebildschirm spackt wieder rum. So. Delete. Warum Ladebildschirm? Was machst du? Ich mache mir einen neuen Charakter. Hey, ich hab Delete gemacht, aber der ist noch da. Please, Delete. Vielleicht heißt das dann einfach nur Return oder zurück oder sowas. Ah, ich bin nur ein bisschen zurückgesetzt worden. Aber dieses Stück Land hier sieht echt cool aus. So, jetzt werde ich es mir trotzdem noch anschauen. Ich geh mal ganz kurz auf Satisfaction. Mal gucken, was da abgeht. Ja, also das hier ist gebaut. Aber der Besitzer scheint anscheinend nicht mehr zu spielen, deshalb kann man es schon abbauen. Okay. Ah, hier ist Tag, sehr gut, da kannst du das Leuten. Ne, Morgengrauen ist das. Es ist extrem nebelig. Boah, da hat er. Ja, siehst du, hier ist auf der ersten Insel schon sau viel Platz auf dem Server. Ich hab dir gesagt, die sind alle auf diesem Understanding. Hab ich mir schon fast gedacht. Ja? Ja. Okay. Das erste Startgebiet hier, wo eigentlich sau viele Leute sind, ist nur ein bisschen was. Ja, dann wechseln wir gleich. Ich kann meinen Charakter nicht delayen. Ich will mir einen neuen machen. Ich hab voll die Spitznase, ich sehe aus wie Baron Woodpecker. Was? Shakans Claim. Aha, was hat der Shakan hier Schönes gebaut? Cool. Sogar mit Fackeln und sowas. Könnt ihr eventuell sogar Tier 1 machen? Oder willst du wieder zu Tier 2? Ich weiß auch gar nicht. Nee, wir können dann ruhig Tier 1 machen, damit wir hier wirklich den Basic anfangen. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Diese Feuereffekte, diese Hitzeflimmern und alles. Voll krass eigentlich, die Engine. Wie bist du jetzt genau zurückgekommen? Einfach Lockout? Ja, Lockout und dann bin ich auf den Satisfaction. Und ich hab mein Zeug noch und alles, logischerweise, bei dem Charakter. Ja. Schnee gibt's hier. So, wie kommt man? Achso, auf den Kristall muss man klicken, ja. Wäre halt cool. Geht das, wenn du was claimst? Achso, ja, ich muss das ja wegen der Mission auch machen. Dass ich dann da mitbaue, aber ich muss ja auch irgendwo was erobern oder einnehmen. Carsten hat vorhin irgendwas gesagt, glaube ich, dass man andere zulassen kann. Müssen wir gucken. Ja, wegen der Mission soll man das ja auch selbst machen. So, für die. Ja, ich werde werde ich einfach in der Nähe irgendwo setzen. Ganz kurz für die Zuschauer: Hier ist eine Werkbank, da können die ihr Zeug verarbeiten und bauen. Ich bin bei dir auf demselben Kanal. Die Liddy und so. Ja, das ist das Stadtgebiet und das ist eigentlich sehr leer, da es ein Stadtgebiet ist. Muss mal gucken. Ja, aber das ist ein anderes nehmen, oder? Ach, das ist dasselbe, glaube ich, wo wir drüben waren. Nee, ja, ist die Sachen anders. Overhang, Pit. Nee, es ist aber. Rapids, stimmt. Genau, und der große Berg zum Beispiel, den du gesehen hast, ist zum Beispiel frei. Und das ist Tier 2, wir sind auf Point. Ja. Dann lass mal auf Tier 1 irgendwo gehen. Bay. Bay hört sich da auch ganz cool an. Aber das ganze oben, da sind wahrscheinlich viele drauf. Ja, ich guck's mir an. Ja, ich geh auch mal drauf. Und dann muss ich gleich mal die Session beenden. Es wird ja immer länger hier, das soll ja nur eine Folge erstmal werden.